und herzlich willkommen. Heute haben wir den 2. Januar 2015, Wochenende. Ja, was heißt Wochenende? Die meisten haben gestern den letzten Urlaubstag gehabt. Am Montag geht's wieder weiter. Für manche nicht. Für die haben's gut. Je nachdem, wie man sieht. Ja, was habe ich denn heute gemacht? Gestern, habe ich ja schon gesagt. Ich war bei meiner Familie wieder. Es ist normal bei uns, dass an Neujahr immer entweder die zu uns kommen oder wir zu denen. Diesmal waren wir dran und war ich den ganzen Tag dort. Und haben wir gezockt. Ja, und dann habe ich gestern Abend, spät in die Nacht noch Bloodborne gezockt. Und ich kam eigentlich ganz gut zurecht, nur mein Kumpan, ne? Irgendwie nicht. Aber das wird hoffentlich noch gut gehen. Dann habe ich es noch geschafft, zum Glück. Flammenflügelmann präsentiert. Ich finde das witzig. Flammenflügelmann präsentiert auf meinem Kanal hochzuladen. Ich dachte nicht, dass ich fertig werde, weil ich muss mal auf meinen Kanal gehen, um das zu sehen. Dankeschön. Die erste Folge ist oben. Beim Thumbnail bin ich nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse. Wow. Mein USB-Stick ist gerade geflogen. Ob ich das so lasse, mein Thumbnail. Ich habe jetzt immer eins genommen. Ich habe auch den Herrn Flammenflügelmann schon gefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Aber um die Uhrzeit ist er wahrscheinlich gerade unterwegs und macht das, was er immer macht. Falls ja, schreibt mir bitte in die Kommentare. Mich würde es interessieren. Ja, sonst bin ich froh, dass ich es noch geschafft habe. Warum ich es erst so spät gemacht habe, ist einfach darum, weil die Japaner mit ihren Trailern, die sind sehr, also die mögen es überhaupt nicht, wenn das andere Leute benutzen. Und dann wurde mein Video weltweit gesperrt. Passiert, ich sehe nichts Besonderes jetzt. Dann habe ich es halt nochmal anders geschnitten, hab den Trailer entfernt, hab dann einen Trailer drin gelassen, den von Rurouni Kenshin. Den durfte ich drin lassen, warum auch immer. Ich meine, in der zweiten Folge sind zwei Trailer drin und die durften beide drin bleiben. Also, ich habe keine Ahnung. Und ich durfte sie sogar monetarisieren. Das hat mich richtig gewundert. Weil normalerweise bei meinen anderen Reviews, da drücke ich nicht mal auf monetarisieren, dann mache ich es direkt aus. Ist klar. Die Trailer gehören nicht mir. Deswegen kann ich nicht sagen, ey, ich will Geld für die Trailer haben. Deswegen wundert es mich, dass ich das bei den Animes darf. Oder es kommt noch. Ich habe es jetzt mal angemacht, aber ob jetzt an oder aus, ist mir ehrlich egal. Es ist mir wurscht. Guckt es euch mal an. Wie gesagt, es ist, ich nenne es einfach, es ist ein Format nicht von mir, sondern vom Flammenflügelmann, vom Danny. Ich habe mir gedacht, ich habe es gestern schon gesagt, ich brauche Animes auf meinem Kanal und deswegen ist er jetzt da. Erstmal einmal die Woche, immer so Ende der Woche, wahrscheinlich freitags immer so 14 Uhr oder später noch, dass man wirklich sagen, okay, der Tag ist rum und jetzt dürft ihr euch das angucken. Keine Ahnung. Und falls es wirklich gut ankommt und wir die Zeit finden, machen wir das auch noch öfters. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Deswegen guckt es euch mal bitte an. Würde mich mal interessieren, wie ihr das findet. Und dann schauen wir mal. Ja. Serien habe ich keine geguckt heute. Das gestern, Filme auch nicht. Ich werde wahrscheinlich jetzt mich hinsetzen und noch ein bisschen Prison School gucken. Das wurde mir ja, so, das seht ihr erst in der zweiten Folge. Darüber reden wir in der zweiten Folge. Da bin ich noch nicht so weit, habe ich erst die erste Folge geguckt und da will ich mal Ende zu Ende gucken. Digimon habe ich geguckt, da kam ja zum Jubiläum, ich weiß nicht wie viele Jahre, 10 Jahre? Ich weiß es nicht. Und da kam halt dann ein Anime, Serie, Film, man weiß es nicht so genau, kam dann raus und das ist ganz gut. Waren 4 Folgen, je 25 Minuten. Ist okay, es geht aber besser. Ich find's cool, dass das alte Intro ist von Digimon und so weiter. Dass halt einfach die alten Charaktere mitspielen, nicht diese, ich fusioniere mit meinem Pokémon, Digimon und wie auch immer. Das hat mich so genervt, aber die alten Digimon-Folgen sind gut.
Jetzt sind die wieder da. Im März geht's, glaube ich, weiter. Ist ja nimmer lang. Bald ist das Jahr schon wieder rum. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Mir fällt nichts ein. Es war, bis auf dass ich bei der Familie war, gestern eigentlich nichts Besonderes. Jo, und deswegen sage ich Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Get your life.